Ihr fragt euch, bin ich im falschen Format? Habe ich nicht gerade Barbecue Madness angeklickt? Ihr fragt euch, warum läuft mein Bier über? Ihr seid hier genau richtig. Das hier ist Prakti Takeover. An der Kamera niemand Geringeres als Prakti Jan. Und hallo. Vor der Kamera niemand Geringeres als der Freshman. Und es ist so, Freddy ist im Urlaub. Wir machen jetzt hier Takeover. Wir machen das jetzt einfach mal nicht ganz so viel Gelaber, sagte er, während er super viel labert. Wir werden heute eine ultra geile Soße machen, die es hier in Deutschland leider nicht normal im Laden zu kaufen gibt. Das werden wir alles nach dem Intro sehen. Wir machen heute die Soße, die ihr letzte Woche schon beim Probieren am Ende gesehen habt. Cheers. Ultra lecker. Wir machen Ranch Dressing, weil es passt zu allem. Ranch Dressing, also es heißt Dressing, wurde in Kalifornien irgendwann Mitte des letzten Jahrhunderts erfunden. Gab es lange in Deutschland nicht, weil es irgendeinen Rechtsstreit wegen des Namens gab. Deswegen gab es es nicht und dann hatten die auch immer keinen Bock mehr, das hier hinzubringen. Ich weiß, es gibt ab und zu irgendwie mal so Salatsoße Ranch. Das ist aber nicht das Gleiche. Es schmeckt einfach nicht gleich. In Amerika kriegst du, wenn du Chicken Wings bestellst, immer Ranch, natürlich deine Chicken Wings, die du bestellt hast, und dazu ein bisschen Grün, also Sellerie, Karotte oder Paprika oder Gurke oder keine Ahnung. Und es ist super easy, super simpel. Und zwar brauchen wir in gleichen Teilen Creme Fraiche, Mayo, Buttermilch, weil es Buttermilk Ranch ist. Buttermilk! Buttermilk! Dann brauchen wir Zitrone, Abrieb und Saft. Dann brauchen wir natürlich Knoblauch und Schnittlauch und Dill. Dill haben wir leider nicht bekommen und hatte Freddy nicht. Mann. Tja. Also, bitte macht da Dill rein, wenn ihr Dill mögt. Ich stehe da hart drauf. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir es nicht haben. Ich würde sagen, wir gehen Foodporn. Das wird eine echt kurze Folge, aber ist mir echt egal. Mal was Neues. Okay, komm, wir gehen in Foodporn. Ab geht's. Fertig. War relativ easy. Wir machen das jetzt mal eben so. Ich gebe dir jetzt mal einmal. Mach mal auf. Ja, ich weiß, es ist kein Löffel, aber probier mal. Ja, ich probiere mal. Und es ist halt wirklich, in Amerika kriegst du das überall. USA! USA! Sehr geil. Geil, ne? Mhm. Also sie ist, ich sage das mal, relativ dünnflüssig, weil ist eben auf Buttermilchbasis. Also Original Ranch ist auch auf Buttermilchbasis. Wenn ihr die fester haben wollt, für zum Beispiel Grillgemüse oder irgend sowas. Da macht man ein bisschen mehr Creme Fraiche rein. Creme Fraiche Man meinst du? Creme Fraiche Man. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie die zu Chicken schmeckt, dann müsstet ihr einmal zurück auf den Kanal klicken und das letzte Video, also das vor diesem, euch angucken. Also KFC Crispy Chicken. In dem Video werden wir die nämlich zu dem Hühnchen probieren. Cheers. Dann bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr da wart. Ich habe keine Glocke hier. Das hörte sich ja super an. Fast gut an. In Post-Production macht da irgendwie eine Glocke rein. Ne? Subscribe nicht vergessen, Like nicht vergessen. Sorry, dass Freddy nicht da ist. I doubt it. Viel Spaß, bis nächste Woche. Dann ist der, der die Schürze ausfüllt, auch wahrscheinlich wieder da. Haut rein, ciao, ciao.